Von noch nie gehört, das ist ein Theremin, ein Musikinstrument. Wie man das hinkriegt und wo Sie es erleben können, wir verraten es Ihnen. Er ist Maler und er spielt Theremin. Robert Meyer in seinem Atelier in Zinnowitz. Das Theremin ist ein elektroakustisches Musikinstrument, was ich rein frei in der Luft spielen kann. Mit der Kapazität meiner Hände kontrolliere ich dabei die Tonhöhe und die Lautstärke. Mit seinem Körper beeinflusst er so elektrostatische Magnetfelder, erzeugt durch zwei Spulen. Schon als Kind haben ihn alte Science-Fiction-Filme mit unbestimmbaren Klängen fasziniert. Seine erste Begegnung mit dem Instrument dazu war im Technikmuseum in München. Es gab ein Theremin, was nur eine Tonhöhe, nur eine Pitch-Antenne hatte. Und da habe ich mich diesem Instrument, habe ich auf einen Knopf gedrückt, habe das Musikinstrument angeschaltet und habe damit gespielt und dachte mir, das ist ja so frustrierend, das kriege ich überhaupt nicht hin, das werde ich niemals können. Doch es hat ihn nicht losgelassen. Nach und nach hat er sich das Spielen selbst beigebracht. In der Kirche von Mellenthin ist heute Konzert. Gemeinsam mit Pianist Benjamin Saupe spielt er aus einem besonderen Anlass. Das Theremin ist gerade 100 Jahre alt geworden. Geige, Cello oder doch hohe Frauenstimme, ein Theremin verwischt die Grenzen. Der Erfinder war Lew Sergejewitsch Termin, der in St. Petersburg gelebt hat. Er hat dort, war erst dort auf dem Konservatorium und hat dort Cello studiert. Und später hat er Physik studiert und konnte sich so auch den technischen Dingen widmen. Bei mehreren Versuchen an verschiedenen Geräten hat er auf einmal herausgefunden, wenn ich mich einer Antenne nähere, kann ich Musik machen. Noch wichtig, können Sie die Finger halten, ne? Ja, auf jeden Fall. Der Zeigefinger und der Daumen sollte allerdings auch zusammenbleiben. Und da hat man immer eine gewisse Grundposition, von der man ausgehen kann. Ich habe vorher noch nie von diesem Instrument gehört. Ich finde das total faszinierend, was man durch Handbewegung bewirken kann. Ich habe mich einfach auf dieses Instrument, auf diese Vorstellung eingelassen und mir hat es sehr gut gefallen. Dieser gruselige Klang, diese Mystik, das fand ich sehr schön. Die nächsten Konzerte mit Robert Meyer und dem Theremin sind bald schon zu hören. Am 22.09. in Zinnowitz. Und am 26.09. in Rostock. Das mache ich jetzt auch. Ich kriege zwar keinen Ton raus, dafür einen Ort, die nächste Dorfgeschichte, diesmal mit Michael Rott.